Hallo Leute und willkommen zu Pokémon. Und wir sind weiter fleißig am Kämpfen. Wunderbar, jetzt kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Tag, die kleine Pfadfinder. Du, Floor. Wen habe ich vorne? Sherlock, okay. Eisstrahl. Das erinnert mich an Erika, wo Sherlock wenig Chance hatte. Auch hier sieht das nicht anders aus. Stachelspore. Also wenig Chance ist übertrieben. Aber nicht so der Überkiller war. Biss. Gut, Duflor wurde besiegt. Also die Pokémon, die Trainer hier sind extrem stark. Das ist schon beachtlich. Säure nochmal. Könnt ihr nichts anderes? Keine Pflanzenattacke? Absorber oder so? Würde doch viel mehr bringen, glaube ich. Zumindest Duflor hat was gebracht. Würde ich vermuten. Na gut, Stachelspore war clever. Dadurch sind die jetzt alle schneller als ich und können mich alle einmal angreifen. Säure. Säure, Säure, Säure. Naja, auf Dauer zieht das ganz schön, ne? Also lange wird Sherlock hier nicht mehr überleben gegen die Trainer jetzt, ne? Aber es sammelt immerhin etwas Erfahrung. Nicht gut genug. Biker. Okay, weiter geht's. Herr mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Ja, das ist so üblich. Wenn ein Trainer hier in Pokémon verliert, muss er sein gesamtes Guthaben dem anderen überweisen. Ist nun mal so. Geht immer nur ums Geld. Geld, Geld, Geld. Ich mag Geld. Okay, Eisstor. Ach, ich muss ja warten. Na, wie viel zieht's ab? Oh, wir haben bald Surfer. Finden wir in der Safari-Zone. Und dann kann Sherlock auch mal endlich eine starke Wasserattacke. Erreicht Level 35, supi. Slimer. Sherlock, wenn, dann musst du schon sterben. Pfund. Paralysiert und Aussetzer schlug fehl. Eisstrahl. Geht ja. Und Aussetzer schlug wieder fehl, ist paralysiert und nochmal Aussetzer. Warum macht Slimer das? Warum? Es hätte schon lange gewinnen können. Und Smogmog. Ja, das wäre jetzt unfair, dich dagegen kämpfen zu lassen. Das überlassen wir mal schön Glutexo. Der sich dann wohl vor dir entwickeln wird, Sherlock. Werden wir mal sehen, wa? Wenn Sherlock noch schafft, ein, zwei Pokémon zu besiegen. Nee, es hat ja gerade erst 35 erreicht. Von daher wird Glutexo sich wohl als erstes entwickeln. Zu Glurak. Und ich mag Glurak. Ich liebe Glurak. Das darf nicht wahr sein. Ist es aber. So, weiter geht's. Hey, Kleiner, lass uns kämpfen. Düm, 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 düm. Es ist so schrecklich, wenn es so viele Trainer gibt. So unendlich, nie enden wollende Trainer. Okay. Machen wir Eisstrahl, Tackle dürfte ausreichen, schon fast paralysiert. Und Smog ging daneben. Sherlock hat bisher noch Glück, wenn es jetzt einfriert. Nee. Bis. Smog geht nochmal daneben. Sherlock hat erstaunlich viel Glück. Und schafft es, noch ein Smogon zu besiegen. Was jetzt wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Nee. Aber eins hat er noch geschafft. Gut. Wir haben Bisaflor, Pikachu und Glutexo noch zur Auswahl. Dann nehmen wir mal Glutexo. Und Schaufler. Und da sind wir wieder. Gut. Oh, ganz viele Gift-Pokémon. Naja, vielleicht entwickelt sich Glutexo dann am Ende dieses Kampfes schon zu Glurak. Was ja durchaus möglich ist. Sehr effektiv und ein Volltreffer. Level 36. So, und jetzt möchte ich
Pokémon wechseln? Ja. Auf Pikachu. Ich habe jetzt mir nämlich so vorgenommen, dass wir hier nach mal gleich die Arena angehen werden, um ein bisschen Abwechslung wieder reinzubringen, nicht gleich die Trainer vom Radweg noch mitzumachen. Die machen wir dann danach. Und danach ist ja Dings dran. Wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht mehr. Jasmin? Hieß sie Jasmin? Nee. Oder? Oh Gott. Mein Gehirn versagt gerade. Ich glaube Jasmin. Also die Psycho-Arena-Leiterin. Die kommt ja noch. Die machen wir dann danach. Und danach ist ja viel Wasser erstmal. Und da bekommen Pikachu und Bisaflor dann weiteres Training. Habe ich mir jetzt so mal gedacht. Und Glurak trainieren wir halt. Warum habe ich verloren? Also erstmal muss ich hier Glutex entwickeln. Und dann trainieren wir Glurak ein ganzes Stückchen. Oh, sieht gut aus. Ja, nicht schlecht. Glutexo wurde zu Glurak. So, wen haben wir denn jetzt vorne? Bisaflor. Ich mag aber gerne Glurak vorne am letzten. Wir pushen Glurak jetzt mal ein bisschen. Auf dem Wasser ist es nachher nicht mehr zu gebrauchen. Glurak erreicht Level 37. Und los geht's. Das muss vor allem mal Flammenwurf lernen. Ey, das ist ja nicht auszuhalten. Du bist ein gewitzter Kerl. Ich meine, mit Schaufler, Schlitzer und Flammenwurf lässt sich das Glurak durchaus sehen. Tauboga. Glurak. Warum spreche ich die Namen so komisch? So als wäre ich das Pokémon. Oh, Wirbelwind. Okay, blieb unversehrt. Glut. Schade, dass Schlitzer hier nicht gereicht hat. Knuddelluff. Mhm. Da werden, ich vermute, zwei Schlitzers genügen. Ja, da reicht fast einer. Duplex Heap zieht 5 KB ab. Oh, richtig. Sowas finde ich ist auch lustig, immer so zu raten, wie viel könnte das jetzt abziehen. So kann man auch langsam ein Gefühl dafür entwickeln, so wie stark die gegnerischen Pokémon sind, wie viel man noch aushalten könnte. Und du siehst so süß aus. Mein Glurak oder ich? Du siehst lammfromm aus. Dann habe ich eine Chance. Die eine sagt süß, die andere sagt lammfromm. Lammfromm hat zwar noch nie jemand zu mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment jetzt war oder eher nicht. Keine Ahnung. Naja. Ich guck mal jetzt voller Schrecken auf meine Stoppuhr. Oh, ich habe sie tatsächlich gestartet. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Wann lernt Glurak Flammenwurf? Es wird doch von alleine Flammenwurf lernen, oder? 38, 40, 42, 39? Ich habe keinen Plan. Null Idee. Der Schneider. Gut. Du bist ein Wolf im Schafspelz. Flügelschlag lernt's ja auch noch. Die Frage, was wir dann verlernen. Weil eine Feuerattacke. Zerschneider ist total überflüssig. Es gab doch irgendwo einen Attackenverlerner, oder? Oh, sind wir hier schon? Dich hatten wir noch nicht, oder? Gut. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los! Einmal los reicht. Ist okay, ich hab verstanden, was du von mir willst. Gift-Pokémon und Flug-Pokémon. Mehr gibt's hier fast nicht. Okay, es gab auch ein paar andere. Ein Knuddelluff mal, ein Pipi, Mirapla und hier Knuffensa, aber hauptsächlich Gift. Also Smogon und Slimer und hauptsächlich Vogel. Habitak und Hauptsee hauptsächlich, obwohl dann nachher zum Ende auch ein bisschen Abwechslung reinkam mit Do, Dri, Ibitak, Purenta und ab und zu mal Tauboga. Naja, wir werden es überleben.
Also ich jedenfalls. Bisher bin ich nicht gestorben daran. Lavandia habe ich auch überlebt. Ich hoffe, alle, die mir zugehört haben, also beim Let's Play anwesend waren, leben noch. Ich möchte nicht für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich sein. Tut mir leid. Level 38. Und ich lerne Flügelschlag. Nö. Ist auch ganz gut so, glaube ich. Dass wir erstmal Zerschneider verlernen können. Ach, hau bloß ab. Okay. Waren hier oben noch Trainer? Ja. So ein Mist. Ein Pokémon-Kampf, cool. Leg los, Kumpel. Ich will nicht mehr. Ich hab hier heute, ich spiele jetzt hier fast eine Stunde und hab nur Pokémon-Kämpfe. Nur. Das ist so übertrieben ätzend. Na. No. Schaufler. Besiegt. Volltreffer. Sehr effektiv. Besiegt. Blurgeld. Erfahrungspunkte. Slimer. Und nochmal Schaufler. Und geht daneben und Schaufler besiegt Slimer. Und wir besiegen den Biker. Voll erwischt. Oh ja. Und der nächste Kampf. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Ich bin schon am überlegen, ob ich einfach mal den Radweg weglasse. Das ist so. Ich weiß, eigentlich bräuchte ich das Training für meine Pokémon, aber. Wird ja wohl auch ohne gehen irgendwie. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. Auf jeden Fall werden wir gleich mal in die Arena gehen, wo auch wieder 80 Millionen Trainer auf uns warten. Schlitzer. Schauplatz leer mittlerweile. Reicht auch aus. Und noch ein Smogon. Jetzt habe ich ja Smogmog oder Slimog. Erwartet. Hier reicht Schlitzler noch nicht ganz aus. Und Zerschneider sollte Smogon jetzt aber den Rest geben. So ist es. Glurak erreicht kein weiteres Level. Du hast mich besiegt. Oh Mann. Ja, da oben sind keine Trainer. Will ich gar nicht gucken. Weiß ich aber eigentlich, dass da keine sein dürften. So, da oben haben wir auch keinen ausgelassen. Falls ja, habe ich es vergessen. Und nachgucken wir unnütz. So, 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 gleich sind wir da. Gleich. Wir haben auch ein Fahrrad, ne? Und wir haben vor allem auch Fliegen. Da hätte mir auch einer sagen können. Ja, da. Uxania City. Ab ins Pokémon Center. Und ja, ich möchte meine Pokémon heilen. Und ich denke, dieses nutzen wir für das Ende dieses Parts. Und im nächsten stellen wir uns dann der Arena. Also bis dahin und bis zum nächsten Part. Tschüss.